5. Februar 2015. Liebes Tagebuch. Oh Mann, klingt das abgedroschen. Ernsthaft, ich habe noch nie in meinem Leben ein Tagebuch geführt und verstehe auch nicht, warum viele Menschen sowas tun. Doch nun, er ist noch da, aber er hat sich heute nicht mehr gezeigt und ich weiß nicht, wie ich dem ein Ende bereiten kann. Wie ich ihm helfen kann. Ich muss das hier einfach niederschreiben. Vielleicht hilft es mir dabei, das Erlebte zu verarbeiten. Vielleicht wird es auch eines Tages jemand lesen. Am besten fange ich einfach ganz vorne an, damit mich vorzustellen, damit der mögliche Leser besser verstehen kann, was ich erlebt habe. Mein Name ist Mark. Ich bin 19 Jahre alt, habe letztes Jahr mein Abitur geschafft, habe anschließend ein paar Aushilfsjobs gehabt und meinen Führerschein gemacht. Nun habe ich frei und warte, bis mein Informatikstudium in wenigen Monaten beginnt. Momentan lebe ich noch zu Hause. Mein Vater ist beim Autounfall gestorben, als ich 8 Jahre alt war, und meine Mutter hat einen schweren Job, der den größten Teil ihrer Zeit in Beschlag nimmt. Geschwister habe ich keine. Ich war schon immer ein Freund von Gruselgeschichten, Horrorspielen und all diesem Kram. Ich habe schon viele Creepypastas gelesen, habe es geliebt, mir vorzustellen, das alles sei Realität. So auch vor 3 Tagen. Es war 1 Uhr morgens und ich schmökerte durch die verschiedenen Pastas. Ich war bereits müde und wollte schlafen gehen. Eine letzte Geschichte noch, dachte ich mir nur. Es war eine gute Geschichte und sie war sehr lang. Je länger ich sie las, desto besser fand ich sie. Ich wollte eigentlich schlafen gehen, aber die Geschichte war einfach zu gut, um sie jetzt abzubrechen. Ich werde nicht erläutern, worum es in der Geschichte ging, denn wie ich nach den ersten 20 Minuten merkte, sie war alles andere als normal. Die Geschichte wurde immer schlimmer, grausamer. Doch anders als normalerweise verlor ich mich vollkommen in der Geschichte. Es war, als würde ich die beschriebenen Leiden selbst erleben. Als die Geschichte zu Ende war, starrte ich noch lange auf den Bildschirm. Schweißperlen rollten von meiner Stirn. Langsam gewann ich wieder die Fassung, versuchte etwas Abstand zu dem Gelesenen zu nehmen. Ich legte mich schlafen. Mittlerweile war es bereits 2:30. Eigentlich schlafe ich immer wie ein Stein, doch das war die beschissenste Nacht, die ich seit Jahren hatte. Er verfolgte mich im Schlaf. Zum Glück musste mich am darauf folgenden Morgen meine Mutter nicht sehen. Sie musste schon sehr früh zur Arbeit fahren. Abgesehen davon, dass ich ziemlich fertig war, fühlte ich mich eigentlich ganz normal. Eine Dusche, ein geschmackloses Spiegelei und gefühlte 2 Liter schwarzer Kaffee. Später machte ich mich auf, um in die Stadt zu fahren. Heute hatte der Technikladen eine Kamera im Angebot, die ich schon lange im Visier hatte. Ich stieg in meinen alten Gebrauchtwagen, den ich zum 18. Geburtstag geschenkt bekommen hatte, und fuhr los. Im Radio lief leise Musik vor sich hin. Ich beachtete sie gar nicht. Als ich an einer Ampel stand, gefror mir für einen Moment das Blut in den Adern. Am Straßenrand sah ich einen Schemen. Schemen, der sich im Laufe der Nacht in mein Gehirn eingebrannt hatte. Kurz, nur ganz kurz. Dann ging eine Frau vor dem Schemen vorbei und er verschwand. Nur einen kurzen Moment fesselte mich dieser Anblick, doch da spielte mir mein Verstand wohl einen Streich. Hinter mir fingen einige Autofahrer bereits an zu hupen. Hastig gab ich Gas. Mein ganzer Körper zitterte leicht. Ich wollte weg von dieser Kreuzung mit diesem Schemen. Erst würgte ich 2-mal den Motor ab. Dann fuhr ich endlich los. Durchatmen. Ich beruhigte mich schnell wieder. Da war nichts. Mein Gehirn war im kurzen Schlaf einfach nicht in der Lage gewesen, alles zu verarbeiten. Daraus können leichte Sinnestäuschungen folgen. Alles völlig normal. Ich erreichte den Technikladen und ergatterte meine Kamera zu einem Spottpreis. Ich freute mich über diesen Einkauf und verließ das Geschäft. Stieg ins Auto. Sogar ein leises Lied hatte ich jetzt auf den Lippen. Fuhr nach Hause. Überquerte immer noch gut gelaunt die Kreuzung vom Hinweg. Kam zu Hause an. Stieg aus dem Wagen. Ein kalter Windhauch umwehte mich, sodass ich zittern musste. Mit der Kamera in der Hand ging ich aus der Garage zur Haustür. Als ich um die Ecke ging, war meine gute Laune schlagartig fort. Nur einen ganz kurzen Moment ließ ich den Gedanken an eine weitere Sinnestäuschung zu. Dann verwarf ich ihn wieder. Das konnte keine Sinnestäuschung sein. Dazu war es einfach verdammt nochmal zu real. Die Kamera fiel aus meiner Hand zu Boden. Es interessierte mich nicht einmal. Vor meiner Haustür hockte ein Junge auf dem Boden.
Er war es, von dem ich in der Nacht gelesen hatte, der mich im Schlaf verfolgt hatte. Es war nicht einfach nur ein Junge. Er starrte mich mit einem leeren Blick an. Seine Wangen waren tränenbedeckt, als hätte er geradezu unmenschlich viel geweint. Die Tränen waren schwarz. Um dieses Bild zu verstehen, muss man die Pastageschichte gelesen haben. Ich werde diese aber nicht erklären. Aber ich wusste genau, warum dieser Junge schwarze Tränen hatte. So stand ich also minutenlang da, starrte den Jungen an und er starrte zurück. Wahrscheinlich hätte ich den ganzen Tag so dastehen können. Doch als ein Polizeiwagen mit lauter Sirene direkt neben mir vorbeiraste, wurde ich aus meiner Starre herausgerissen. Ich blickte kurz zu dem Polizeiwagen, blinzelte verwirrt und versuchte wieder klar zu denken. Der Junge war fort. Panik stieg in mir auf. Was ich da sah, kann doch kein Trugbild gewesen sein. Es war so unfassbar real. Trotzdem schaffte ich das für den Moment als Produkt meiner Übermüdung halbwegs zu verdrängen. Wie in Trance bückte ich mich nach meiner Kamera. Abgesehen von ein paar Kratzern war sie scheinbar unversehrt. Ich schloss die Haustür auf und ging sofort in mein Zimmer. Meine Mutter war noch nicht zu Hause. Ich legte mich in mein Bett und versuchte mich auszuruhen. Mein Herzschlag beruhigte sich wieder und für einen Moment bin ich sogar tatsächlich eingenickt. Mark! Ich riss meine Augen auf. Diese Stimme eines unendlich traurigen Kindes hatte meinen Namen gesagt. Ich blickte mich im Zimmer um. Alles ganz normal, bis ich zum Fenster schaute. Schwarze Tränen liefen am Fenster herunter. Erst beim zweiten Hinschauen merkte ich, dass es nur Regen war. Jetzt reichte es. Ich setzte mich an meinen Computer. Steuerung H, die letzte besuchte Seite aus der Nacht, die Creepypasta-Geschichte wieder aufrufen. Ich wollte die Geschichte als einen harmlosen Text sehen, wollte die Kommentare dazu lesen, wissen, was andere Menschen davon hielten, wollte den Autor der Story anschreiben. Das war keine normale Geschichte, es kann einfach nicht sein, dass eine Creepypasta mich so in den Wahnsinn treibt. Die Internetseite war gelöscht, keine Spur von der Geschichte. Ich war verwirrt, versuchte die Geschichte zu finden, überall. Aber ich fand sie nicht, es war, als hätte sie nie existiert. Den Abend verbrachte ich damit, mir belanglose Videos anzuschauen, einfach nur, um mich irgendwie abzulenken. Nur am Rand bekam ich mit, dass meine Mutter nach Hause kam. Sie schaute auch nicht nach mir. Ihre Arbeit nahm sie vollständig in Beschlag. Ich hatte Angst vor der Nacht, doch ich legte mich trotzdem schlafen. Die Nacht war auch nicht besser als die letzte. Als am nächsten Morgen meine Mutter um 6:30 in die Küche kam, saß ich schon da, müde, mit einem Kaffee in der Hand. Sie war überrascht, mich so früh zu sehen. Allerdings war sie bereits spät dran und widmete mir daher keine Zeit. Ein einfaches "Guten Morgen. Geht's dir gut? Du siehst ziemlich müde aus." Und schon widmete sie sich der Zeitung. Sie achtete nicht auf mich und das war auch gut so. Meine Gedanken hingen noch in der Nacht. Ich hatte wieder den Jungen mit den schwarzen Tränen gesehen. Er rief mir Dinge zu, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was. Aber ich weiß, dass er dabei nie bedrohlich klang, vielmehr traurig. Verzweifelt. Mutter drehte die Zeitung um. Die mir nun zugewandte Seite war bedeckt mit schwarzen Sätzen. Nicht einfach nur schwarz, ein so dunkles Schwarz, dass es unmöglich Tinte sein konnte. Die Sätze waren alle durcheinander. Es war schwer, etwas zu lesen. Da standen Dinge wie: "Wo seid ihr? Wieso hilft mir keiner? Ich will das nicht mehr." Und vieles mehr. Die Sätze kamen mir bekannt vor. Ich konnte mich zwar nicht genau daran erinnern, aber ich wusste, ich hatte sie alle in der Nacht gehört. Meine Mutter blätterte die Seite um und ich sprang hektisch auf. Wollte, dass sie die Seite wieder zurückblättert und sich anschaut. "Was soll das? Was ist denn los?" fragte meine Mutter irritiert, während ich ihr die Zeitung aus der Hand riss und zurückblätterte. Aber da war nichts. Ein Golfturnier, Neuigkeiten über Fußball, ein Bericht über einen Skiunfall. Sonst nichts. Mutter schimpfte mich nur kurz an, dann stand sie auf und machte sich fertig für die Arbeit. Die nächsten Stunden waren nicht sehr interessant. Ich verkroch mich wieder in mein Zimmer und versuchte, mich abzulenken. Zu Mittag aß ich nur eine Tiefkühlpizza. Eigentlich war ich mit einem Freund verabredet, aber ich sagte ab, sagte, ich sei krank. Irgendwie war ich das auch. Am Nachmittag entdeckte ich dann eine Datei auf meinem Desktop.
Sie fiel mir bisher nicht auf, da mein Desktop mit ziemlich vielen unwichtigen Programmen zugemüllt ist. Es war eine einfache Textdatei ohne Namen. Ich konnte mich nicht erinnern, die Datei je abgespeichert zu haben. Also öffnete ich sie. Die Datei bestand nur aus einem Satz. Kannst du mir helfen? Ich war irritiert und schaute nach, seit wann die Datei auf meinem Desktop war. 2.2.2015, 0 Uhr 57. Die Nacht, in der ich die verhängnisvolle Creepypasta-Geschichte gelesen hatte. Noch immer versuchte ich, das alles irgendwie zu erklären. Ich ging ins Internet und öffnete meinen Verlauf. Die Geschichte war zwar gelöscht, die Seite war aber trotzdem noch in meinem Verlauf gespeichert. Ich rief sie am 2. Februar um genau 0 Uhr 57 auf. Scheinbar hatte ich mir die Datei irgendwie beim Aufrufen der Seite eingefangen. Merkwürdig, aber nicht mysteriös. Ich atmete auf, konnte mir einreden, dass das alles zwar sehr seltsam sei, aber nichts Übernatürliches mit Geistern oder sowas. Genau in dem Moment fiel mir ein Zettel auf, der auf dem Boden lag. Mein Herz schlug wieder schneller, als ich ihn aufhob und las, was da in pechschwarzer, krakeliger Schrift geschrieben stand. Du weißt, dass das nicht stimmt. An diesem Abend lag ich bereits um 8 Uhr im Bett. Ich war verstört. Wo zur Hölle kam dieser Zettel her? Außerdem war ich unglaublich müde, aber ich wollte nicht einschlafen. Viele Stunden später schlief ich dann doch ein. Anders als in den letzten zwei Nächten erinnere ich mich an den Traum in dieser Nacht noch sehr gut. Um mich herum war alles dunkel. Nur schwach konnte ich den Boden erkennen, auf dem ich stand. Leise, ganz leise hörte ich ein Schluchzen. Ich rief, wollte wissen, wer da ist, und begann mich der Quelle des Schluchzens zu nähern. Das Erste, was ich sah, war ein paar Hände, die scheinbar körperlos auf dem Boden lagen. Erst beim Näherkommen konnte ich erkennen, dass da ein Abgrund war. Die Hände klammerten sich an dessen Rand. Ich rannte hin, wollte der Person helfen, erreichte den Rand, erkannte, wer da hing. Natürlich, es war wieder der Junge mit den schwarzen Tränen. Doch in dem Moment interessierte mich das nicht. Ich wollte den Jungen retten, der da über dem Abgrund hing. Ich hielt ihm meine Hand hin und er ergriff sie. Seine Hand war eiskalt. So hing er da und ich versuchte vergeblich, ihn hochzuziehen. Am Nachmittag entdeckte ich dann eine Datei auf meinem Desktop. Sie fiel mir bisher nicht auf, da mein Desktop mit ziemlich vielen unwichtigen Programmen zugemüllt ist. Es war eine einfache Textdatei ohne Namen. Ich konnte mich nicht erinnern, die Datei je abgespeichert zu haben. Also öffnete ich sie. Die Datei bestand nur aus einem Satz. Kannst du mir helfen? Ich war irritiert und schaute nach, seit wann die Datei auf meinem Desktop war. 2.2.2015, 0 Uhr 57. Die Nacht, in der ich die verhängnisvolle Creepypasta-Geschichte gelesen hatte. Noch immer versuchte ich, das alles irgendwie zu erklären. Ich ging ins Internet und öffnete meinen Verlauf. Die Geschichte war zwar gelöscht, die Seite war aber trotzdem noch in meinem Verlauf gespeichert. Ich rief sie am 2. Februar um genau 0 Uhr 57 auf. Scheinbar hatte ich mir die Datei irgendwie beim Aufrufen der Seite eingefangen. Merkwürdig, aber nicht mysteriös. Ich atmete auf, konnte mir einreden, dass das alles zwar sehr seltsam sei, aber nichts Übernatürliches mit Geistern oder sowas. Genau in dem Moment fiel mir ein Zettel auf, der auf dem Boden lag. Mein Herz schlug wieder schneller, als ich ihn aufhob und las, was da in pechschwarzer, krakeliger Schrift geschrieben stand. Du weißt, dass das nicht stimmt. An diesem Abend lag ich bereits um 8 Uhr im Bett. Ich war verstört. Wo zur Hölle kam dieser Zettel her? Außerdem war ich unglaublich müde, aber ich wollte nicht einschlafen. Viele Stunden später schlief ich dann doch ein. Anders als in den letzten zwei Nächten erinnere ich mich an den Traum in dieser Nacht noch sehr gut. Um mich herum war alles dunkel. Nur schwach konnte ich den Boden erkennen, auf dem ich stand. Leise, ganz leise hörte ich ein Schluchzen. Ich rief, wollte wissen, wer da ist, und begann mich der Quelle des Schluchzens zu nähern. Das Erste, was ich sah, war ein paar Hände, die scheinbar körperlos auf dem Boden lagen. Erst beim Näherkommen konnte ich erkennen, dass da ein Abgrund war. Die Hände klammerten sich an dessen Rand. Ich rannte hin, wollte der Person helfen, erreichte den Rand, erkannte, wer da hing. Natürlich, es war wieder der Junge mit den schwarzen Tränen.
Doch in dem Moment interessierte mich das nicht. Ich wollte den Jungen retten, der da über dem Abgrund hing. Ich hielt ihm meine Hand hin und er ergriff sie. Seine Hand war eiskalt. So hing er da und ich versuchte vergeblich, ihn hochzuziehen. Erst jetzt konnte ich ihn näher betrachten. Sein Körper sah ganz normal aus. Ein etwas abgemagerter Junge mit blasser Haut. Nur die schwarzen Tränen waren nicht normal an seinem Aussehen. Aber seine Ausstrahlung. Alles an diesem Jungen war verkehrt. Als würde es nicht zusammenpassen. Sein Körper strahlte Panik aus, die Panik eines Menschen in Lebensgefahr. Seine kleine Hand krallte sich an meine. Seine Finger bohrten sich bereits durch die Haut in mein Fleisch. Doch sein Gesicht, da war keine Panik. Nur der leere, verzweifelte Blick, den er schon zuvor hatte. Und die Stimme. »Kannst du mir helfen?«, fragte er mich. Und auch in der Stimme war keine Panik. Ebenso wenig passte sie zu der leeren Verzweiflung des Gesichts. Die Stimme zeigte einfach nur Trauer. Unendlich tiefer Trauer. Der Junge fing an, den Halt zu verlieren, krallte sich noch stärker an meine Hand. Ich drohte bereits abzurutschen, aber ich wollte diesen Jungen retten. Aber er konnte sich nicht mehr halten, fing an zu fallen. Entsetzen packte mich und im letzten Moment riss der Junge noch einmal an meiner Hand, mit einer Kraft, die ein solcher Junge gar nicht besitzen konnte. Dann ließ er los, fiel in die unendliche Tiefe und ich fiel hinterher. Im Fall fragte der Junge mich, »Warum willst du mir nicht helfen?« Dann verschluckte uns beide die Finsternis. Ich erwachte wieder, schwer atmend und schweißbedeckt. Kalter Schweiß. Ich brauchte eine Weile, bis ich wieder bei mir war, doch merkte ich dann ziemlich deutlich den Schmerz in meiner rechten Hand. Ich hob sie an und betrachtete sie angsterfüllt. Über den Handrücken zogen sich mehrere tiefe Schrammen, genau da, wo sich die Finger des Jungen mit aller Kraft hineingekrallt hatten. Die Wunde blutete nicht. Sie war bereits von Schorf zugewachsen. Als wenn es schon ein paar Stunden her war, dass ich mich verletzt hatte. Als hätte ich mich verletzt, während ich schon schlief. Die Hand schmerzte und ich war mir ziemlich sicher, dass ich mir solch tiefe Wunden nicht selbst im Schlaf zugefügt haben kann. Mittlerweile hatte ich die Vorstellung, dass ich mir alles nur einbilde, bereits vollständig aufgegeben. Aber es gab niemanden, mit dem ich darüber reden konnte. Meine Mutter würde mich nur für verrückt erklären. Und ich besaß keinen Freund. Ich hatte natürlich viele Freunde. Aber keiner von ihnen war ein richtiger Freund. Einer, dem ich selbst sowas anvertrauen konnte. Und dass mir ein Wesen aus einer Creepypasta im Traum diese Wunde verpasst hatte, würde mir sowieso niemand glauben. Also blieb ich in meinem Zimmer, habe den ganzen Tag nichts gegessen und versucht, mit dem Jungen zu reden. Wenn mich an diesem Tag jemand gesehen hätte, er hätte mich direkt in die Anstalt gesteckt. Aber ich wusste, dass ich mir das alles nicht einbilde. Die letzten zwei Tage hat mich der Junge verfolgt. Doch nun, da ich ihn finden wollte, war er verschwunden. An diesem Tag legte ich mich schon um 7 Uhr ins Bett. Kurz darauf erschien er. Nicht im Traum. Er stand genau vor mir, in meinem Zimmer. Derselbe leere, verzweifelte Blick. Dieselben schwarzen Tränen. Mit näherem Hinsehen sah ich, dass er noch immer weinte. Ab und an tropften die Tränen von seinem Gesicht auf den Boden. So stand er einfach nur da. »Was willst du von mir?«, rief ich. Ich wollte einfach nur, dass das ein Ende hat. Er schaute mich an und begann langsam zu sprechen. Er hatte dieselbe Stimme wie im Traum, die Stimme, die nichts als Trauer war. »Warum hast du Angst vor mir?«, fragte er mich. »Wieso hilfst du mir nicht?« Ich stand auf, ging zu ihm hin. Streckte meine Hand aus, um ihn zu berühren. In dem Moment verblasste er vollständig. Du glaubst noch immer nicht an mich. War das Letzte, was ich von ihm hörte, dann war er verschwunden. Sogar meine Mutter schien gemerkt zu haben, dass in den letzten Tagen etwas mit mir nicht stimmte. Später an diesem Abend öffnete sie meine Zimmertür. Alles in Ordnung? Fragte sie. Du siehst ziemlich fertig aus. Was hast du in den letzten Tagen eigentlich gemacht? Bin krank, habe ich nur geantwortet. Sie wollte nachhaken, doch in dem Moment vibrierte ihr Diensthandy. Sie wünschte mir eine gute Nacht und zog bereits die Tür zu. Dann blieb sie noch einmal kurz in der halb geschlossenen Tür stehen. Was sind das eigentlich für schwarze Flecken auf dem Boden? Dann schloss sie die Tür. Die schwarzen Tränen des Jungen. Sie konnte sie sehen,
Sie waren wirklich da. Diese Nacht zeigte sich der Junge nicht. Trotzdem habe ich furchtbar geschlafen. Ich befand mich am selben Ort wie letzte Nacht. Alles um mich herum war dunkel. Das Schluchzen war diesmal nicht zu hören. Nach einigen Schritten entdeckte ich auch den Abgrund wieder. Doch da war niemand. Ich irrte die ganze Nacht im Traum umher, habe nach ihm gerufen, wollte ihn finden. Vergebens. So auch heute. Ich habe den Jungen den ganzen Tag nicht gesehen. Aber das ist kein Grund zur Erleichterung. Er ist immer noch da. Ich weiß, er wird mich nicht in Ruhe lassen. Ich will ihn finden und dem ein Ende bereiten. Lange werde ich so nicht mehr durchhalten. Es hat mir tatsächlich geholfen, all das niederzuschreiben. Während ich schrieb, begann ich zu verstehen. Ich habe den Jungen gesehen. Er hat wieder mit mir gesprochen. Ich verstehe nun, wer er ist. Ich verstehe, warum ausgerechnet mich dieses Schicksal trifft. Warum er Hilfe braucht. Und ich weiß jetzt, dass ich ihm helfen muss. Ich weiß, was ich tun muss. Jetzt, wo ich all das verstanden habe, wundert es mich nur, warum ich nicht gleich am Anfang merkte, wer der Junge mit den schwarzen Tränen ist. Die letzten Zeilen des Tagebuchs sind unleserlich. Es scheint, als hätten Tränen die Tinte verwischt. Schwarze Tränen. »Und du bist dir wirklich sicher, dass du mir davon erzählen willst?«, fragt mein bester Freund mitleidigen Blickes. Nicke zögerlich. Kalter Schweiß sucht sich seinen Weg auf meiner blassen Haut. Meine Nackenhaare haben sich aufgestellt, als würden sie Appell stehen. Unsicherheit versucht, meine trockenen Lippen zu betäuben. Aus Schutz? Sadismus? Keine Ahnung. Doch besiege ich sie. »Mira, alles in Ordnung?«, fragt Olli, mein bester Freund, fast schon ungeduldig. Ich liege auf meinem weißen Sofa. Ein weiches Kissen stützt meinen durch Schmerzen gepeinigten Kopf. Mein Gesicht zu einer dauerhaften, schmerzverzerrten Grimasse verzogen, blicke ich Olli vielsagend an. »Also nicht«, beantwortet er seine eigene Frage, als er meinen Blick richtig zu deuten weiß. »Doch, doch«, gebe ich schwach zurück. Mein kleiner, zierlicher Körper scheint unter der psychischen Anspannung in die Brüche zu gehen. Olli faltet seine Hände und lehnt sich entspannt auf dem ebenfalls weißen Sessel zurück. Sein Blick starr auf mich gerichtet. Wenn ich ihn nicht seit meiner frühesten Kindheit kennen würde, würde ich vor seinen Blicken Angst bekommen. Er ist der Einzige, der mir noch helfen kann. Er arbeitet als Tiefenpsychotherapeut und hat sich unter anderem auf Traumdeutung spezialisiert. Du weißt, dass es eigentlich ein Tabu ist, dich zu behandeln. Therapeuten dürfen weder eigene Familienmitglieder noch engere Freunde therapieren, erklärt mein bester Freund sanft. Ich nicke stumm. Er fährt freundlich fort. Doch aufgrund dessen, dass du keinen Therapeuten gefunden hast, der Platz hatte, mache ich eine Ausnahme. Nur weil du es bist. Er lächelt sanft. Ich bin echt froh, dass er mein bester Freund ist. Lass uns beginnen, Mira. Erzähl mir von deinen Träumen, fordert er. Es ist dein einziger Traum. Doch er wiederholt sich. Es begann vor 3 Monaten. Da kam dieser Traum nur alle 2 Wochen. Dann trat er öfter auf. Seit 3 Wochen kommt dieser Traum jede verdammte Nacht, erkläre ich mit schmerzerfüllter Stimme. Dieser Traum lastet so stark auf meiner Psyche, dass es mich zu zerquetschen droht. Okay, erzähl mir von dem Traum, sagt er mit beruhigender Stimme. Ich lege meine Stirn in Falten. Bilder dieses schaurigen Traums schießen mir zusammenhanglos durch den Kopf. Es braucht einige Zeit, um sie zu sortieren. Kann sie nun in einen Zusammenhang bringen? Gequält schließe ich meine schmerzenden Augen und sehe mich inmitten dieses Traumes wieder. Jedes Mal beginnt es damit, dass ich auf einem unebenen Kiesboden aufwache. Ich liege auf einer Straße. Jedenfalls glaube ich, dass das mal eine Straße gewesen war. Hinter mir liegt ein trister, dunkler Wald, der mich jedes Mal nicht interessiert. Mein Weg führt mich vorwärts. Ich stehe unbeholfen auf, als würde ich seit Tagen auf dieser Straße liegen. Meine Beine zittern schwächlich. Sie fühlen sich kraftlos an, fast so, als wären sie auf bestem Wege, das Gehen zu verlernen. Vor mir liegt eine noch tristere Wiese. Alles in dieser Umgebung scheint an Farbe verloren zu haben. Das natürliche Grün der Wiese, das Wald hinter mir und der Baum, der in einiger Entfernung vor einem seltsamen Haus steht, ist einem matten Grau gewichen. Es fühlt sich alles so,
leer an. Meine Beine setzen sich unkontrolliert in Bewegung. Ich erschrecke jedes Mal zutiefst, wenn sie das tun. Direkt durch die graue Wiese, dessen Grashalme durch die sanfte Berührung meiner Fingerspitzen zu Asche zerfallen. Traurigkeit erfüllt meinen verwirrten Geist. Jedes einzelne Mal, wenn einige Grashalme unter meinen Füßen oder durch Berührung meiner Finger zerfallen. Doch unbeirrt bewegen sich meine Beine in Richtung des Hauses. Ich sehe ein Paar, das mir den Rücken zugewandt, vor dem tristen Haus stand. So wie es aussieht, ist es höchstwahrscheinlich verbrannt, da es noch raucht. Das Dach scheint nicht mehr existent zu sein, da es eingestürzt ist. Schleichend überkommt mich ein mulmiges Gefühl, dessen zu erklären ich nicht in der Lage bin. Vielleicht gehört dem Paar das Haus. Doch warum kommt es mir so bekannt vor? Ich bin mir sicher, dass ich es noch nie gesehen habe. Was ist hier passiert? Frage ich. Wie jedes Mal das Paar. Keine Antwort. Nur ein Schluchzen der Frau. Wie jedes Mal bin ich irgendwie enttäuscht über das Ausbleiben der Antwort. Meine Schritte werden nun vorsichtiger, als ich das Haus betrete. Die dünne Luft, gepaart mit dem beißenden Geruch verbrannter Stoffe, erschwert mir das Atmen. Meine Augen brauchen jedes Mal einige Momente, um sich an die Dunkelheit und den Rauch zu gewöhnen. Immer wenn ich wieder klar sehen kann, erschrecke ich erneut. Ich befinde mich in einem großen Raum, in welchem sich unzählige Käfige an den Wänden stapeln. Neugier. Vorsichtig trete ich an einen der Käfige heran und betrachte den Inhalt. Kalter Schweiß läuft meinen Nacken hinunter, als ich eine verkohlte Puppe in dem Käfig sehe. Ich betrachte weitere Käfige. In manchen befindet sich nur Asche, während in den anderen weitere, unterschiedlich stark verkohlte Puppen liegen. Ich weiß nicht warum, doch jedes Mal überkommt mich das unbezwingbare Verlangen, eine dieser Puppen aus dem Käfig zu holen. Langsam öffne ich einen Käfig und hole eine halbverkohlte heraus. Sie hat einen traurigen Gesichtsausdruck und man kann auch nur erahnen, was für Haare sie einst gehabt hat. Ihr rotes Kleid ist teilweise schwarz angebrannt. Ich betrachte sie näher und streiche liebevoll über die Wange. Ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich so an, als müsste ich dieser Puppe Nähe spenden. Nach einer Weile scheint sie mich zu fixieren. Ich bin der Meinung, ein leises Flüstern zu hören. Es klingt wie das eines kleinen Jungen. Erschrocken schaue ich mich in diesem Raum um. Ich frage mich, ob hier noch jemand am Leben ist. Das Flüstern wird etwas deutlicher. Es sind immer nur drei Worte, die sich dauernd zu wiederholen scheinen. Unbewusst drücke ich die Puppe an meine linke Brustseite. Das Flüstern ist deutlich zu hören. Ich erstarre, als ich die Worte »Bitte töte mich« höre. Es wiederholt sich unaufhörlich. Ich schaue die Puppe an. Der kälteste Schock, den man sich nur vorstellen kann, durchfährt meine Nervenbahnen. Der Mund der Puppe bewegt sich und formt diese drei Wörter. »Bitte töte mich«, flehte sie immer und immer wieder. Verstört werfe ich die Puppe wieder in den Käfig. Sie verstummt nicht. Im Gegenteil. Ihr Flüstern wird zur Zimmerlautstärke und damit nicht genug. Andere Stimmen mischen sich dazu. Nicht nur das von Kindern. Auch tiefere oder reifere Stimmen kommen hinzu. Alle flüstern sie diese drei Worte. Bitte töte mich. Bitte töte mich. Bitte töte mich. Die schlimmste Gänsehaut, die man sich nur vorstellen kann, erreicht meinen Körper. Ich will raus. Einfach fliehen und niemals wiederkehren. Als ich zum Ausgang renne, ist dieser verschwunden. Es befindet sich keine Tür mehr in diesem Raum. Ich bin eingeschlossen. Eingeschlossen mit mir selbst und diesen Stimmen, die unaufhörlich »Bitte töte mich« flüstern. Ich will das nicht hören. Ich will nicht. Bitte. Irgendjemand. »Mira! Mira!« ruft eine entfernt klingende Stimme. Ein Rütteln an meinem Körper. Ich schlage meine Augen auf und sehe Olli über mir stehen. Pure Erleichterung fließt durch meinen Körper. Beruhigt meinen angespannten Geist. Ich merke einen Druck auf meinem Arm und einen stechenden Schmerz. Mein bester Freund hält mich unsanft an den Armen fest. »Was zum? Lass mich los!« fordere ich noch immer etwas verwirrt. Er nickt und lässt mich los. »Du bist gerade dissoziiert und hast deinen Arm aufgekratzt, als du erzählt hast. Ich hatte keine andere Wahl. Bitte entschuldige.«
erklärt er beruhigend und setzt sich wieder auf den Sessel. Ein Blick fällt auf meinen rechten Arm. Tatsächlich befinden sich dort blutige Kratzspuren. Ich merke, wie mein Oberteil vollkommen nass geschwitzt ist. Benommenheit betäubt meine Denkleistung. Äußerst interessant, dein Traum. Und er kommt wirklich jede Nacht? Fragt Olli interessiert. Ich nicke schwach. Ein Klicken des Kugelschreibers. Er notiert sich etwas. Danach blickt er mich nachdenklich an. Es ist, als würde er gerade mit sich kämpfen. Ich kann dir eine einzige Sache empfehlen, Mira, beginnt er vorsichtig. Meine langsam wiederkehrende Aufmerksamkeit ruht allein auf ihn. Aufgrund der Häufigkeit des Auftretens und der Schwere des Inhalts muss es etwas sein, das aus deinem Unterbewusstsein wieder hochkommt. Das gilt es abzuschwächen. Ich verschreibe dir ein Mittel, das dich ruhig schlafen lässt, aber das Auftreten von Träumen unterbindet, erklärt er sanft. Meine Augen weiten sich. Psychopharmaka? Frage ich perplex. Eher ein kleines Schlafmittel, korrigiert mich Olli. Ich sehe darin keinen Unterschied. Aber ich will endlich wieder schlafen können, ohne Angst zu haben, dieses Haus sehen zu müssen. Also willige ich ein. Er gibt mir meine kleine Packung, in denen sich einige Kapseln befinden. Da Schlafmittel auf Dauer verheerenden Schaden anrichten können, werden diese Kapseln nur für 2 Wochen halten. Bis dahin finden wir einen anderen Weg. Versprochen, spricht mein bester Freund zuversichtlich. Ich vertraue ihm. Der Tag vergeht. Nach einigen Besorgungen in der Stadt, die mir zur Ablenkung dienen, komme ich zu Hause aus. Der leckere Geruch von Essen, das meine Mutter abends zubereitet, erfüllt das gesamte Haus. Im selben Moment fällt mir mein knurrender Magen auf. Du siehst etwas blass aus, Schatz, bemerkt mein Vater ein wenig später, als meine Mutti, ich und er am Esstisch zu Abend essen. Ich schiebe mir etwas zu essen in den Mund, damit ich etwas Zeit zum Nachdenken gewinne. Wie soll ich darauf antworten? Ich kann ihnen nicht wieder von meinen Träumen erzählen. Sie waren letztes Mal schon so genervt davon. Vielleicht liegt es an der Kälte. Ich wüsste nichts anderes, gebe ich zurück, als ich aufgekaut habe. Meine Eltern schauen sich kurz an und nicken langsam. Das Abendessen verläuft insgesamt ziemlich verschwiegen. Ich bedanke mich für das Essen und verziehe mich in mein Zimmer. Es ist 21 Uhr. Ich merke allmählich die Müdigkeit, die sich langsam anschleicht. Mein Blick fällt auf eine der gelb-roten Kapseln, die ich aus der Packung entnommen habe. Einmal tief durchatmen. Schmeiße die Kapsel in den Mund und spüle mit Wasser nach. Hoffentlich bringen die etwas. Ich wache am nächsten Morgen ausgeruht auf. Schaue auf meinen Wecker, der klingelnd 6.20 Uhr anzeigt. Ich kann mich an keinen Traum erinnern. Vielmehr noch bin ich vollkommen ausgeruht. Auch wenn ich früh aufstehen muss. Bereite mich auf die Schule vor. Schminke mich wie täglich, ziehe mich schnell um, auf zu einem weiteren nervigen Schultag, Donnerstag. Unmotiviert setze ich mich in Bewegung. Ich fühle mich heute unnormal leichtfüßig, total ausgeschlafen und erfrischt. Das traumlose Schlafen hat mir echt gut getan. Auch der Schultag ist seit langem wieder keine Qual. Ich bekomme dauernd gesagt, wie gut ich heute erfrischt ich heute aussehe. Es geht also endlich bergauf. Am Nachmittag ist ein Ausflug. Zu einem Freizeitzentrum, das sich innerhalb eines kleinen Waldstücks befindet. Ich war da schon öfter. Ist ein schönes Fleckchen. Wir betreten gemeinsam als Klasse den Wald und munteres Getuschel hallt um mich herum. Ich gehe neben meiner besten Freundin, die pausenlos auf mich einredet. Meine Aufmerksamkeit liegt jedoch auf der grünen Umgebung. Wälder beruhigen mich ungemein. Nach einem kurzen Marsch befinden wir uns vor einem großen, aus Ziegelsteinen bestehenden Gebäude. Die Natur scheint dieses Gebäude als etwas Natürliches akzeptiert zu haben, da grüne Kletterpflanzen jenes in ihre natürliche Umarmung nimmt. »Hey, ich will dir etwas zeigen«, sagt meine beste Freundin, Anna, aufgeregt. Ich schaue sie neugierig an. »Was denn?«, frage ich interessiert. Sie kichert und nimmt mich an die Hand. »Komm einfach mit«, gibt sie geheimnisvoll zurück. »Was soll's?« Sie zieht mich von der Gruppe weg, tiefer in den Wald hinein. Nach kurzer Zeit bleiben wir stehen. Sie schaut mich euphorisch an und zeigt in eine bestimmte Richtung. Genauer gesagt auf den Ausgang des Waldes. »Was ist denn da?«, frage ich grinsend. »Schau es dir an.« »Nach dir«, erwidert sie kichernd und stupst mich sanft voraus. Ich seufze und schreite neugierig in die Richtung des Ausgangs.
Als ich diesen erreiche, erstarre ich augenblicklich. Kalter Schweiß läuft mir den Rücken hinunter. Ich schaue mich um. Niemand steht hinter mir. Wo ist Anna? Was zum Teufel geht hier vor? Drehe mich wieder nach vorne. Vor mir befindet sich die triste, graue Wiese aus meinen Träumen. Genau wie das rauchende, ausgebrannte Haus und der graue Baum davor, in einiger Entfernung. Und da steht auch das Paar vor dem Haus. Gott verdammt! Ich werde dort nicht hingehen. Als ob ich dort hingehe. Ich drehe um und laufe panisch zurück in die Richtung des Jugendtreffs. Gut, dass ich den Weg durch den Wald kenne. Warum ist mir diese graue Gegend nie aufgefallen? Als ich an dem Ort stehe, an dem eigentlich das Ziegelsteingebäude stehen sollte, läuft es mir kalt den Rücken runter. Das Gebäude ist vollkommen ausgebrannt. Scheiße. Von meinen Klassenkameraden ist niemand zu sehen. Mein Körper beginnt zu zittern. Ich muss nach Hause. Ganz dringend. Renne so schnell ich kann in Richtung des Waldeingangs. Ich habe das Gefühl, dass ich keine Zeit mehr zu verlieren habe. Als ich den Eingang des Waldes erreiche, ist mir, als würde sich mein Magen umdrehen. Ich stehe wieder vor dieser grauen Wiese. Was ist hier nur los? Soll ich zu diesem Haus gehen? Es geht wohl nicht anders. Langsam und voller Angst schreite ich über die graue Wiese, dessen Grashalme wie in meinen Träumen unter meiner Berührung zerfallen. Ich komme immer näher an das ausgebrannte, rauchende Haus heran. Davor steht das Paar aus meinem Traum. Das Schluchzen der Frau ist deutlich vernehmbar. Was ist hier los? Frage ich das Paar. Warum kommst du immer wieder hierhin? Bereitet es dir Vergnügen, uns zu quälen? Entgegnet der Mann ärgerlich, ohne mich anzusehen. Ich erschrecke, weil ich nicht mit einer Antwort gerechnet habe. Aber ich... Jetzt geh schon rein und beende es, schreit der Mann außer sich und unterbricht mein Gestotter. Es ist fast wie ein Zwang. Ich betrete gezwungenermaßen das verbrannte Haus. Die Luft ist genauso dünn und rauchig wie in meinem Traum. Es ist genauso eingerichtet wie jenes Haus, das ich Nacht für Nacht gesehen habe. Aber irgendwie fühlt es sich anders an als in meinem Traum. Realistischer, näher, drückender. An den Wänden sind die Käfige gestapelt. Ich trete an einen heran und betrachte den Inhalt. Dass sich dort eine halbverkohlte Puppe befindet, überrascht mich schon nicht mehr. Ich nehme diese raus und mustere ihr trauriges Gesicht. Gleich wird es beginnen. Das Schlimmste an allem. Das Geflüster. Und als hätte ich es mit meinen Gedanken heraufbeschworen, beginnt die Puppe mit dem ehemals roten Kleid ihren Mund zu bewegen. Bitte töte mich, flüstert sie flehend. Die Stimme des kleinen Jungen aus meinem Traum erfüllt den Raum. Bitte nicht. Ich will nicht. Das Flüstern erreicht erneut Zimmerlautstärke und mischt sich mit weiteren Stimmen. Sie stammen wahrscheinlich von den anderen Puppen, die in den anderen Käfigen liegen. Bitte töte mich, sagen sie alle gleichzeitig. Mein Kopf beginnt zu schmerzen. Mein kalter Schweiß lässt eine ekelhafte Gänsehaut entstehen. Ich will hier raus, doch die Tür ist verschwunden. Wusste ich es doch. Vielleicht ist es wirklich nur ein Traum. Und ich wache jetzt gleich auf. Wie immer. Bitte töte uns, sagen sie nun. Es hat sich verändert. Bitte. Ich will aufwachen. Nur nach Hause. Tränen bilden sich in meinen Augen. Ich will das alles nicht. Bitte. Irgendwer! Ich werfe die Puppe zu Boden. Töte uns! Tu es! Halte dich nicht zurück! Schreien sie nun ohrenbetäubend. Ich halte mir gequält meine Ohren zu, doch die Stimmen ebben nicht ab. Sind sie in meinem Kopf? Ich halte es nicht auf, kneife meine Augen schmerzerfüllt zu. Will nichts hören oder sehen. Taste blind nach etwas um mich herum. Finde etwas Hartes. Als ich mir vor Augen halte, was ich gegriffen habe, muss ich unwillkürlich grinsen. Eine Metallstange. Töte uns damit, fordern die Stimmen. Vielleicht hört es damit auf. Es soll einfach nur still sein. Ich stehe auf und gehe krampfhaft auf die Puppe zu. Töte sie, fordern die Puppen. Seid endlich still, schreie ich so laut ich nur kann und schlage mehrmals auf die Puppe ein.
immer und immer wieder, mit voller Kraft. Der Schrei, der von der Puppe auszugehen scheint, ist markerschütternd. Nach ungefähr 10 Schlägen lasse ich, nach Atem ringend, von ihr ab. Seltsamerweise beginnt sich um diese Puppe eine rote Flüssigkeit zu bilden. Metallischer Geruch erfüllt meine Nase. Ich schaue verwirrt auf die leblose Puppe. »Töte uns!« fordern die Stimmen erneut. Sie sind etwas leiser geworden. Also bringt es doch etwas, die Puppen zu töten. Ich grinse schief. Ein seltsames Kichern kommt aus meinem Mund, als ich die nächste Puppe aus dem Käfig hole und beginne mehrmals auf ihren Kopf einzuschlagen. Auch um diese Puppe bildet sich eine Blutlache. Es ist befreiend. So befreiend, sie umzubringen. Ich lache lauthals auf. Ihr werdet alle verstummen. Ich bringe jeden von euch zum Schweigen, schreie ich hysterisch. Meine Sinne sind vernebelt. Plötzlich werde ich von etwas Unsichtbarem zu Boden gerissen. Ich bin unfähig, mich zu bewegen. Die Stimmen werden lauter. Los schon, töte uns. Lass dich nicht aufhalten. Ich will es ja. Doch jegliche Bewegung wird von etwas Unsichtbarem verhindert. Lass mich los! Ich muss sie alle zum Schweigen bringen! Schreie ich mit Tränen in meinen Augen. Ein Schlag in meinem Gesicht. Viel zu stark, als dass ich widerstehen kann. Schwärze umfängt mich. Dr. Morgan, erzählen Sie uns bitte von ihr, fordert der Oberarzt samt Gefolge. Wir alle stehen um ein Bett, in der eine junge, zierliche Frau fixiert ist. Sie scheint zu schlafen. Ich nicke stumm und beginne zu erklären. Patientin Mira, 19 Jahre alt, Schülerin, erzählte ihrem besten Freund, welcher gleichzeitig Therapeut war, über einen immer wiederkehrenden Albtraum, in denen Stimmen von Puppen sie aufforderten, sie zu töten. Sich selbst? Fragt ein Assistenzarzt. Ich schüttle den Kopf. Die Puppen, korrigiere ich ihn geduldig und rücke meine Brille zurecht. Fahren Sie bitte fort, sagt der Oberarzt die Patientin musternd. Ich nicke. Der Therapeut verschrieb ihr ein Hypnotikum, um nach seiner eigenen Aussage den Traum vergessen zu lassen. Er vergaß ihr die genaue Dosierung zu nennen und infolgedessen nahm sie eine deutliche Überdosis ein. Sie schlief erst die ganze Nacht ruhig, doch am Morgen, als die Mutter sie wecken wollte, begann sie lauthals zu schreien, fahre ich mit dem Blick in meine Unterlagen fort. »Was genau schrie sie?« fragt mich der Oberarzt. Der Nachbar, der zufällig am Morgen zu Besuch war, sagte aus, dass sie »seid endlich still«, sowie »ihr werdet alle schweigen. Ich bringe jeden von euch zum Schweigen.« Mira griff mit geschlossenen Augen hinter ihr Bett, wo eine lose Metallstange des Bettes lag, und begann mehrfach auf die Mutter einzuschlagen. Als der Vater leider zu spät mitbekam, dass die Situation eskaliert und in das Schlafzimmer rannte, begann Mira auch auf den Vater einzuschlagen. Allein der Nachbar hat es geschafft, sie zu fixieren, erkläre ich weiter. Wie furchtbar, flüstert eine Ärztin zu meiner Linken. Ich nicke zustimmend. Seltsamerweise sagte der Nachbar, dass sie schlafgewandelt ist. Sie schlief während der Morde. Meiner Vermutung nach hat die Überdosis des Hypnotikums den Traum nicht unterdrückt, sondern verschlimmert, sodass sie psychotisch wurde. Deshalb ist sie hier in der Anstalt, beende ich meine Erklärung. Das war unverantwortlich von diesem Therapeuten. Ich hoffe, dass er nicht weiter praktizieren darf, ärgerte sich der Oberarzt und wendet sich zum Gehen, genau wie der Rest der Empfangsvisite. Ich nicke zustimmend und rücke meine Brille zurecht. Verabreichen Sie ihr einige Psychopharmaka zur Beruhigung. Wir stabilisieren sie und erforschen dann diesen Traum, beschließt mein Vorgesetzter. Gute Idee. Auf zum nächsten Patienten. Ein junger Mann, dessen zweite Persönlichkeit gemordet hat, während er schlief, sage ich mit dem Blick auf meine Unterlage. Passiert denn all der Scheiß, wenn man schläft? Originell, kommentiert der Assistenzarzt. Allgemeines Gekicher. Wir verlassen den Raum. Als ich die Tür schließe, glaube ich leise die Worte. Endlich sind sie still. Zu hören. Mit einem letzten Blick auf die Patientin und einem Schnauben schließe ich die Zimmertür.